Mal das Wasser, da war das Wasser sehr schön. Sehr nett, dass du dich um die Kleine sorgst. Oh, du bist doch ein Affe. Oh, das ist gemein. Mit in die Fresse. Oh, du Wurst, ja. Na komm her. Mit schweren Nieten geht's, finde ich. Man braucht auch ein ganzes Magazin, also ganz schön viel. Ach so, das ist jetzt sagen nichts mehr. So. Ja, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Muss ich absolut nichts mehr sagen. Also, ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Jetzt natürlich schon. Ich hätte gerne die Nieten. Ach, da kommt ja noch was raus. Vitamine. Hm. So, gucken wir mal eben, was wir hier haben. So. Also, umso mehr Sisters, umso mehr können wir natürlich... Hoffen. Plündern. Was ist das? Schro... Irgendwas ist hinter mir. Eleanor ist jetzt erwachsen, Kinderräuber. Oh, leck. Und selbst nach allem, was du angerichtet hast, hat Dr. Lärm noch einen Weg gefunden, sie zu etwas Perfektem zu machen. Etwas Heiligem. Sie ist unser aller Tochter. Niemand in Rapture wird dir Schutz gewähren. Gracie sieht das falsch. Nicht du hast Eleanor zu einer Little Sister gemacht. Big Daddy sind nur Sklaven. Und du hast dich eben erst befreit. So. Wir haben eine neue Waffe, eine Shotgun, die ja nur 2 Schuss hat und auch nur auf kürzester Distanz irgendwie was bringt, glaube ich. Also müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Shotgun regeln. Immerhin haben wir jetzt eine, das ist doch schon mal gut. Kaffee trinken natürlich. Die Kasse haben wir schon. Was war da? Ein Ascher und eine Aktentasche. Ich schau mal eben was nach. So, weiter geht's. Fritteusen, lecker. Ich wette mal... Wurde schon länger nicht mehr sauber gemacht. Warum bist du jetzt runtergefahren? Ach, egal. Es ruckelt gerade etwas. Eine Katze. Hier kann ich die Katze nicht plündern. Klar, nimm mir die Rippen raus. Oh, ich hab... Oh. Eindeutig zu viel getrunken. Uah! Ach nee, die kennen wir doch irgendwo her. Warte, ja. Kann man die denn? Konnte man die nicht wegmachen? Klar. Ich will dafür aber nichts zu brauchen. Psycho. Chinese. Ja, so geht's auch. Mit Telekinese, ja, konnte ich Telekinese woanders hinschießen. Ja, du konntest sie nehmen und konntest sie woanders hinpacken. So ja, dann hängen sie mir. Hängen sie mir immer noch irgendwo. Ja, ist ja egal, wenn du irgendwie irgendwo einen Fight hast, sind die ja recht nützlich, wenn da gerade welche sind. Sollte ich hier irgendwie. Ist das Cola? Nee, ist das Bier. Ich muss hier doch theoretisch irgendwas finden. Ich muss doch irgendeinen Code finden. Der hat doch hier im Diner... Denkt der darüber nach, über den Code. Ja, da muss der Code doch hier auch irgendwo sein, oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz... Oh, falsch. Verdammt. Das war's. Es ist zu Ende. Scheiße. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen. Habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Kannst du das Plakat Die wollen alle Strecken stilllegen.
Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier, hier ist Endstation für mich. Oh, geile Sachen, Leute. So, das sind die ersten drei Sachen, die ich mir hole. Ich hoffe natürlich einen Plasmid-Slot. Und ein Gentunika-Slot hole ich mir auch. Erstmal nichts Neues, erstmal nur Slots. So, jetzt gucken wir mal, wohin denn meine Sissy nachher will. Ah, okay, die will auch runter. Das ist natürlich. Dann gehen wir natürlich auch schon mal runter. Hier sollten wir jetzt angeblich diesen Code wissen, oder was soll ich jetzt hier? Du sollst ja einen Weg da reinfinden. Ja, ich soll den Code finden. Den Code haben wir gerade eben gelesen. Der Code, wo der ist, der war in dem Diner. Da waren wir gerade, aber da habe ich nichts gefunden eigentlich. Deswegen wundere ich mich, was ich jetzt hier soll. Verdammt nochmal. Ja, der Typ hat nur gesagt, dass du irgendwie einen anderen Weg finden musst, um dann die Stings reinzukommen. Ja, und der Typ hier vorne, da lag ja hier vor, lag eine Nachricht, wo ja gesagt wurde... Ja, ach da, jetzt haben wir den Code, also anscheinend war da eben irgendwo, naja, ein bisschen merkwürdig ist es schon, aber naja. Ey, 004, also wir mussten in dieses Diner, um den Code zu bekommen. Jetzt habe ich auf Abrechnen geklickt, auch geil. 004 und die 7. Annehmen. Gut, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Alles an uns nehmen. Überraschung, Kumpel. Oh. Oh, wie gemein. Eine Kette Telekinese haben soll. Wisst ihr was, wir probieren mal was. Aber ne, wir haben nur drei Auto-Eckpfeile. Machen wir es so. So. Schrank. Medic Station bräuchte ich halt nicht. Da soll ich lang. Dann gehe ich erst hier. What the hell? Schön. Unseres. Schrot. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Was bist du da oben? Ja, da oben war was, habe ich gesehen. Gehe ich gleich hin. So, Power to the People, keine Sorge, Leute, habe ich auch gesehen. So. Power to the People, was haben wir denn hier? Hitze-Upgrade für Nietenpistole. Weiß ich nicht, was das ist. Ein interner Mechanismus erhitzt Nieten auf eine weiß glühende Temperatur, bevor sie verschossen werden. Achtung, kann Lebewesen mit wiederholtem Beschuss in Brand setzen. Klingt geil. Erhöhter MG-Schaden, MG-Rückstoß, Ladestreifengröße für Schrotflinte. Also Schrotflinte, die werde ich erstmal komplett außen vor lassen, glaube ich. Und, also entweder erhöhten MG-Schaden, Rückstoß oder die Nietenhitze. Pff, was soll ich nehmen? Nietenhitze. Nieten hast du ja um was eigentlich. Das ist eben die Frage. Das Problem ist, ich werde erst MG machen, glaube ich. Hochzeit. Erhöhter MG-Schaden, weil ich sonst Probleme kriege, wenn ich nämlich mal keine Nieten habe. Oh Gott, Leute, ja, draußen wird gerade rumgehupt, wahrscheinlich wegen einer Hochzeit. Ja. Und gerade ohne Ende rumgehupt. Hubkonzert. Schwere Nieten. Nieten. Lassen wir noch. Das ist auch schon wieder einer. Hallo. Und ich habe dich gar nicht gesehen. Sekretärin. Kamera versetzt. Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel.
Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingpawn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Benutzen wir einfach mal. Schon wieder eine Sektenparty. Anscheinend schon. Ja, noch einer. Drei Stück waren es. Ich habe nur zwei gesehen. Egal. Wie heißt die Nachricht? Ich habe keine Ahnung. Vorbereitung. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg. Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ich glaube auch. So, aber wohin führt es? Ich habe mich irgendwie total verlaufen, glaube ich. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Stehst du auf? Nee, du hast noch nicht. Folgst du eigentlich nur dem Pfeil? Nö, eigentlich hatte ich eben nicht vor dem Pfeil. Ach, da müssen wir hin. Gut. Da müssen wir sogar hin. Hier, Streit. Was soll das sein? Da ist ein Safe. Schick deine Tochter ein. Ach, hier mit den Hasen. Verdammt! Oh, okay. Oh, ich hasse Safehacken. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Ich wusste es. Was machst du denn hier? Leck mich. Oh, lecko mio. Oh, weg. Geh weg. Keiner mehr übrig. Oh, die sind schon oben rein. So, fertig ist es. Ah, damit. Gucken wir mal eben. Safehacken so beendet. Alter. Ist nicht irgendwo ein Sicherheitsausschalter gewesen? Ich war doch irgendwo so ein Sicherheitsausschalter. Hi, Süße. Und tschüss, Süße. Oder auch nicht. Das ist meine süße Kind. Auch gut. War hier nicht irgendwo ein Sicherheitsausschalter? Verdammte Scheiße nochmal. Oh, Lex, scheiße. So, weiter geht's. Komm mal her. Da war doch gerade eben einer, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich meinte doch noch, warum schleppst du ein Kind mit an oder ist sie jetzt tot? Oh. Mieser Leck gerade irgendwie. So. Oh, was ist denn los hier? Was ist das Geschütz, das wir eben gehackt PS. Haben? Nun, FPS ist ja ziemlich im Arsch gerade. Hier waren wir noch nicht. Konserven. Hat irgendeine Kamera von mir was entdeckt? Ich hoffe, in der Ewigkeit wird Zeit sein. Wo bist du? Du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke bla, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Dieses Ding ist ein wahres technikaler Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS.
Wir üben das mal kurz, ja? Also jetzt läuft da ein Film, oder was? Erhöhter Schaden plus. Thuggish Splicer anfällig für Antipersonen. Okay. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Ja, liebe Leute, das war's aber erstmal, weil die Zeit ist um. Und wir sehen uns jetzt nächstes Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer Hedi.